Beginnen wir mit einer ganz einfachen Aufgabe, der Aufgabe A. Ein Haus soll für 240.000 Euro verkauft werden. Wir suchen Maklergebühren in Höhe von 3%. Das heißt, was können wir jetzt machen? Wir können erstmal das Ganze durch 100 teilen. Das wäre zwei Nullen streichen, mit 3 multiplizieren oder gleich mal 0,03 rechnen, was 7.200 Euro sind. Damit ist diese Gleichung auch schon gelöst. Oder vielmehr die Frage. Etwas komplizierter wird es, wenn wir den Grundwert nicht kennen. Wir haben Teilmengen, aber die Gesamtmenge nicht. Aber man kann natürlich 188 Mädchen und 66 Jungen gepflegt zusammenrechnen und weiß, dass es dann 354 Schüler sind. Wenn man jetzt den Anteil Mädchen der Schüler haben möchte, dann muss man natürlich hier sagen, okay, wir nehmen die Mädchen und setzen die ins Verhältnis zur Gesamtanzahl der Schüler. Und dann kriegen wir die Dezimalzahl heraus. Wenn wir die Prozentzahl herausbekommen wollen, dann müssen wir das Ganze noch mit 100 multiplizieren. Also 0,53 entspricht 53%. Antwortsatz wäre jetzt, die Schule hat 53% Mädchen. So, wenn ich jetzt einen Mann habe, der kauft ein Auto für 7.200 Euro und dann verkauft es wieder für 6.768, dann fragt man, wie viel Prozent hat er Verlust gemacht? Letztendlich, unser Verlustwert sind die 6.768. Unser Anfangswert W waren die 72.000. Ja, und jetzt kann man I natürlich direkt ausrechnen, indem man einfach diesen Ausdruck 1 minus I dahinter dran hängt, denn wir wissen ja, dass wir abzinsen. Wir kennen das ganze Spielchen schon, ausmultiplizieren, haben wir hier gemacht und jetzt brauchen wir nur noch ganz stur die Gleichung umformen. Wir brauchen überhaupt nicht mehr denken, wenn wir die Formel genommen haben, ist Denken unnötig und wir kriegen heraus, dass, wenn ich das alles durchführe, also hier erstmal die Euros zusammenführen auf einer Seite, dann weiterhin die Euros zusammenführen und dann kürzen sich auch die Euros heraus, das heißt, ich komme zu einer einheitenlosen, dimensionslosen Größe und zwar der 0,06, denn Prozentzahlen sind immer dimensionslos. Im Teil D habe ich eine Mieterhöhung um 4% und ich kenne den Endwert. Das heißt, ich habe auch hier wieder einen erhöhten Grundwert. Also hier ist W plus gleich W mal 1,04, denn 4% ist ja die Mieterhöhung. Also kann ich W berechnen, wenn ich die 173,60 durch 1,04 teile. Und komme dann auf den Lösungswert von einer Miete von 840 Euro. Bei der Aufgabe D sollten Renovierungsmaßnahmen Heizkosten senken. Das haben sie dann tatsächlich auch um 35% getan und haben dann hinterher Heizkosten von 780. Das heißt, unser verminderter Grundwert sind 780 Euro. Wir suchen den Wert der ursprünglichen Heizkosten, also W. Wir wissen, das Ganze hat sich reduziert, also rechnen wir 1 minus 0,35, das sind 0,65. Und wenn wir jetzt 780 durch 0,65 kommen, dann kommen wir auf ein W von 1.200 Euro, was plausibel ist, denn es liegt ja deutlich über dem Betrag, den wir vorher hatten. Also die 780 deutlich kleiner als die 1.200 Euro. Schwieriger ist es, wenn man ein paar Angaben in so einem Text hat. Er senken erst um 8%, dann erhöhen wir um 10. Wobei es ziemlich egal ist, ob man erst senkt und dann erhöht, denn wir haben hier es mit multiplikativen Verknüpfungen zu tun. Wir haben hier zwar eine Klammer gesetzt, aber die kann man auch gegebenenfalls weglassen. Ein Absinken um 8% bedeutet 1 minus 0,08, also 0,92. Ein Steigen um 10% bedeutet 1 plus 0,1. Und jetzt muss ich das Ganze multiplizieren und komme dann auf ein W mal 1,012. Und da unser Wert furchtbar egal ist, folgt letztendlich, dass wir eine Steigung von, hier haben wir 0,012,
Das ist hier hinten das, was wir haben, beziehungsweise eine Steigung von 1,2% haben. So, jetzt haben wir hier wieder das Problem. Wir haben einen Kaufmann, erst zieht er 25% ab, dann noch 3%. Überweisen tut er hinterher 873 Euro, das heißt, mein Ausgangswert wurde erst rabattiert, 1 minus 0,25, dann skontiert, 1 minus 0,03 und das sollte meine 873 geben. Wenn ich 0,75 mal 0,97 rechne, komme ich auf 0,7275 und wenn ich die 8773 durch 0,7275 rechne, komme ich auf 1200 Euro. Die größte Schwierigkeit macht wahrscheinlich die Aufgabe H mit dem Kaufmann, der erst seine Ware mit 12,5% Verlust verkauft und dann eigentlich 20% verdienen wollte. Das heißt, wir suchen einen Preis, der erstmal größer ist als 52,5, der erstmal hier den Verlust ausgleichen muss und dann noch mit 20% beaufschlagt werden muss. Das heißt, der Aufschlag um 20% mit 1,2, das ist relativ einfach. Da müssen wir das, was wir vorher ausrechnen, nur mit 1,2 multiplizieren. Aber wie kriegen wir diese 12% Verlust dazu? Dieses hier ist schon W minus, also der verminderte Grundwert. Und W minus ist W mal I minus 12, also 1 minus 0,125. Und das genau gibt dann dieses hier, wenn man die Gleichung umstellt. Also wir haben ja W minus ist gleich W mal I minus 1 minus I, so rum war's. Und da wir hier ja W brauchen, aber W minus haben, müssen wir W minus durch 1 minus I rechnen. Das ist der Teil. Und dann können wir W mit 1,2 multiplizieren und kommen dann auf die gesuchten 72 Euro.